Lieber Jochen Haug, herzlich willkommen hier in Soest. Schön, dass du da bist. Ja, dann begrüße ich Sie auch von meiner Seite aus. Herzlichen Dank für Ihr Erscheinen. Bevor ich auf das Thema eingehe, vielleicht ganz kurz zu meiner Person, damit Sie wissen, mit wem Sie es hier heute zu tun haben. Jochen Haug, von Beruf Rechtsanwalt und im September 2017 in den Deutschen Bundestag eingezogen. Und dort bin ich im Innenausschuss tätig. Ich bin stellvertretender Vorsitzender des Innenausschusses und der Innenausschuss ist ein Ausschuss mit einem sehr breiten Themenfeld. Das beinhaltet unter anderem Asyl- und Migrationsthemen, das beinhaltet innere Sicherheit, die ganzen sicherheitsrelevanten Themen und das beinhaltet aber auch Verfassung und Demokratie. Der Innenausschuss ist der Verfassungsausschuss quasi des Deutschen Bundestages und bei Verfassung und Demokratie sind wir natürlich auch schon direkt bei dem Thema, das ich heute in der gegebenen Zeit, 20 Minuten sind kurz, deswegen will ich auf einige prägnante Dinge eingehen, Ihnen näher bringen will. Direkte Demokratie, wir machen mal weiter. Was hat dieses Thema eigentlich für eine Bedeutung, sowohl für das gesamte Land als auch für uns? Für uns in der AfD ist das ein fundamental wichtiges Thema. Das ist vielleicht gerade im Moment ein bisschen überlagert durch aktuelle andere Themen wie die Klimadebatte und die Migrationsdebatte. Aber Sie sehen hier, das ist ein Gründungsthema der AfD. Das heißt, bereits im Jahre 2013, als wir uns in Berlin zu einem Parteitag im April zusammengefunden haben, haben wir in das erste Wahlprogramm für die Bundestagswahl Folgendes reingeschrieben. Wir wollen Volksabstimmungen und Initiativen nach Schweizer Vorbild einführen. Einige Jahre später haben wir dann im Jahre 2016 in Stuttgart einen Parteitag gehabt, da haben wir ein Grundsatzprogramm verabschiedet. Da haben wir uns sozusagen ein Programm gegeben, das unsere DNA ein bisschen widerspiegeln soll. Und da haben wir etwas reingeschrieben, was wir gar nicht an so vielen Punkten reingeschrieben haben. Wir haben nämlich reingeschrieben, die Einführung von Volksabstimmungen nach Schweizer Modell ist für die AfD deshalb nicht verhandelbarer Inhalt jeglicher Koalitionsvereinbarungen. Uns ist dieses Thema, die Einführung direkter Demokratie, also die Einführung von Volksabstimmungen, dass Sie und alle Bürger dieses Landes zukünftig auch bei wichtigen nationalen Fragen direkt mit abstimmen können und entscheiden können, so wichtig, dass wir gesagt haben, sollten wir mal in die Lage kommen, Koalitionsverhandlungen zu führen, sollte das irgendwann mal anstehen, dann ist dieser Punkt einer, bei dem wir nicht verhandeln werden, der in Koalitionsverträgen stehen muss. Und bevor wir da jetzt auf Ideen eingehen, die auch wir haben, sollten wir uns vergegenwärtigen, wie ist denn aktuell überhaupt die Lage? Wie ist die Rechtslage jetzt? Was haben wir denn überhaupt für einen Zustand aktuell in der Bundesrepublik? Und da haben wir den Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz und den lese ich mal kurz vor. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Dort steht Wahlen und Abstimmungen. Wahlen beziehen sich immer auf Personalentscheidungen und Abstimmungen beziehen sich immer auf Sachfragen, auf Sachentscheidungen. Das heißt, Volksabstimmungen kommen vor in Artikel 20, sodass man zuerst mal denken könnte, ja, steht ja drin im Grundgesetz, haben wir ja. Da muss man allerdings dann berücksichtigen, dass das Grundgesetz eine Grundentscheidung für die repräsentative Demokratie getroffen hat. Also eine Demokratie, in der eben nicht unmittelbar abgestimmt wird, sondern in der Repräsentanten, also die Vertreter im Deutschen Bundestag, Gesetze erlassen. Dass Volksabstimmungen nicht konkret vorkommen, sehen Sie daran, dass es nur zwei Artikel gibt, in denen Abstimmungen dann auch konkret vorgesehen sind im Grundgesetz. Nämlich einerseits in Artikel 29, das ist allerdings ein Artikel, bei dem geht es um Länderneugliederungen. Wenn Länder neu gegliedert werden, müssen die entsprechenden Bevölkerungen zustimmen. Das sind aber natürlich immer nur, das ist immer nur die Bevölkerung in diesem Land, in diesem Bundesland. Das ist also nichts auf gesamtstaatlicher Ebene. Und wir haben es in Artikel 146 Grundgesetz vorgesehen, wenn eine neue Verfassung erarbeitet werden sollte, dann muss die vom kompletten Volk in der Volksabstimmung abgestimmt werden. Und wir haben im Übrigen, und daran sehen Sie es abschließend, dass wir aktuell Volksabstimmungen von diesem Satz mal abgesehen nicht implementiert haben im Grundgesetz. Wir haben die Artikel 70 fortfolgende Grundgesetz, die regeln nämlich die Gesetzgebung. Und da kommt das Wort Abstimmung oder Volksabstimmung nicht vor, sodass wir aktuell auf Bundesebene zumindest eine Rechtslage haben, bei der es keine Grundlage für Volksabstimmungen gibt. Das hat im Übrigen dazu geführt, dass die Rechtsauffassung, die herrschende Rechtsmeinung bis in die 80er Jahre hinein der Auffassung war, weil es eben diese Grundentscheidung für die repräsentative Demokratie gab, der Auffassung war, dass man nicht mal Volksabstimmungen einführen könnte, selbst wenn man es wollte. Das heißt, die Rechtswissenschaft hat bis in die 80er Jahre hinein gesagt, selbst wenn wir das Grundgesetz ändern,
würden wir keine Volksabstimmungen reinschreiben können, weil dieser Satz oben in Wahlen und Abstimmungen habe keine inhaltliche Bedeutung. Das ist aber mittlerweile überholt, denn neuere Untersuchungen, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben, die zeigen eben, dass der Parlamentarische Rat, der das Grundgesetz entworfen hat, Volksabstimmungen mitnichten ausschließen wollte. Ganz kurz, der Parlamentarische Rat hat von September 1948 bis Mai 1949 getagt, ein Dreivierteljahr. Das war wie ein kleines Parlament und die entsprechenden Abgeordneten wurden von den Länderparlamenten bestimmt und die haben in einem Dreivierteljahr das Grundgesetz ausgearbeitet. Vorarbeiten gab es da von einem sogenannten Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee. Da waren Experten am Gange zwei Wochen lang und haben Vorarbeiten für den Parlamentarischen Rat erarbeitet. Die haben zwar keine Volksgesetzgebung, auf die gehen wir gleich ein, vorgeschlagen, aber zumindest Referenten bei Verfassungsänderungen. Die Frage, ob man denn konkret Volksabstimmungen einführen sollte, war im Parlamentarischen Rat hoch umstritten. Man muss hinzufügen, in der Weimarer Republik gab es Volksabstimmungen. Da gab es nicht optimale Regelungen, weil die Quoren sehr hoch waren, aber in der Weimarer Republik war eine Volksgesetzgebung in der Weimarer Reichsverfassung implementiert. Der Parlamentarische Rat hat sich am Ende dagegen entschieden, aber er wollte Volksabstimmungen nicht für immer ausschließen, wie diese herrschende Meinung das suggeriert. Das sieht man im Übrigen daran, dass es zu Ende der Verhandlungen einen Antrag, also der Parlamentarische Rat hat ja, wie ich gerade gesagt habe, ein Dreivierteljahr getagt, zu Ende der Verhandlungen gab es einen Antrag des Abgeordneten von Brentano und anderer und der Antrag lautete, die Worte und Abstimmungen zu streichen, sodass da nur noch Wahlen stünde. Und das hätte im Übrigen dazu geführt, dass man wirklich keine Volksabstimmungen auch in der Zukunft hätte einführen können, denn dann wäre das verfassungsfest gewesen und hätte auch mit 79 Absatz 3 dann nicht mehr geändert werden können. Dieser Antrag ist aber abgelehnt worden von der Mehrheit. Die Mehrheit hat also gesagt, wir wollen und Abstimmungen weiterhin im Grundgesetz stehen haben und das zeigt ganz eindeutigen Gegenschluss. Der Parlamentarische Rat hat sich zwar damals dagegen entschieden, konkrete Volksabstimmungen aufzunehmen, aber er wollte das nicht dauerhaft ausschließen. Also der heutige Meinungsstand, damit wir das abschließen können, ist folgender. Wir haben auf Volksabstimmungen auf Bundesebene aktuell keine Volksabstimmungen implementiert. Wir könnten aber welche. Dafür bräuchte es allerdings eine Verfassungsänderung. Das heißt, man bräuchte sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat eine verfassungsändernde Mehrheit, um das Grundgesetz zu ändern und Volksabstimmungen einzuführen. Und genau das ist unser Ziel. Und abschließend noch eine ganz spannende Frage ist im Übrigen, ob sogenannte Volksbefragungen oder auch konsultative Volksbefragungen zulässig wären. Der Unterschied zu Volksabstimmungen ist bei Volksbefragungen, dass die keinen rechtlich verbindlichen Charakter haben. Wenn Sie eine Volksabstimmung haben, dann entscheidet das Volk ganz konkret über eine gewisse Frage. Und dann ist das auch entschieden. Dann ist das rechtlich verbindlich. Es gibt aber sogenannte konsultative Volksbefragungen, da wird das Volk einfach nur befragt, ohne dass das verbindlichen Charakter hat. Das heißt, die Regierung oder das Parlament müsste sich nicht zwingend dran halten. Das bekannteste ist im Übrigen gerade das Brexit-Referendum. Das ist nämlich, was viele ja gar nicht wissen, kein verbindliches Referendum gewesen, sondern war auch nur eine konsultative Volksbefragung und in Großbritannien hat man ein Brexit-Gesetz eingeführt und auf Grundlage dieses Brexit-Gesetzes diese Abstimmung stattgefunden. Sie wäre rein der Form halber nicht verbindlich, allerdings ist klar, dass die englische Regierung hat damals schon zu verstehen gegeben, wir werden uns an das Votum natürlich halten. Ob das in Deutschland möglich wäre, ist hoch umstritten. Ich habe gerade aktuell noch mal eine Abhandlung des Wissenschaftlichen Dienstes gelesen. Könnte man das auch machen, eine unverbindliche Volksbefragung bei uns einführen? Wie gesagt, hoch umstritten unter Juristen. Die Mehrheit tendiert wohl aktuell dazu, dass das schon möglich wäre, ist aber eine umstrittene Rechtsfrage. So, das heißt, auf Bundesebene keine Volksabstimmung. Wie ist es denn eigentlich in den Bundesländern und auf kommunaler Ebene? Und da haben wir das. Wir haben in allen Bundesländern Volksgesetzgebung. Volksgesetzgebung heißt, dass aus dem Volk heraus Gesetze initiiert werden können. Das heißt, es kann einen Vorschlag geben mit einem Volksbegehren und darüber, wenn es entsprechend viele Unterschriften gibt, muss dann später ein Volksentscheid stattfinden. Das haben wir in allen Bundesländern. Da gab es im Übrigen einen richtigen Aufschwung nach der Wende, denn alle ostdeutschen Länder hatten nach der Wende Volksgesetzgebung in ihren Landesverfassungen eingeführt und in der Folge haben auch alle Westländer, die das bisher noch nicht hatten, das auch eingeführt. Das heißt, wir haben Volksabstimmungen in allen Bundesländern implementiert. Die sind allerdings unterschiedlich stark ausgestaltet, die Regelungen. Manchmal sind die Quoren zu hoch, sodass das sicher noch deutlich verbesserbar ist, aber es gibt sie.
Und in Bayern und Hessen haben wir sogar ein obligatorisches Verfassungsreferendum drin. Das heißt, wenn die Bayern oder die Hessen ihre Verfassung ändern wollen, dann müssen sie das Volk fragen. Anders geht das nicht. Und wie ist es auf kommunaler Ebene? Das wird Ihnen vielleicht sogar selber schon mal begegnet sein. Da haben wir das auch deutschlandweit. Wir haben in allen Kommunen in Deutschland mehr oder minder ausgestaltet durch die entsprechenden Gemeindeordnungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. Auch in NRW. Sie können in Ihrer Gemeinde ein Bürgerbegehren starten über ein Thema, das eigentlich der Rat beschließen müsste, und können anstelle des Rates dann einen Bürgerentscheid, wenn Sie entsprechend viele Unterschriften sammeln, herbeiführen. Auch da differiert die Ausgestaltung deutschlandweit. Das heißt, wir können abschließend festhalten, 3 staatliche Ebenen haben wir, Kommune, Land, Bund, und nur auf einer und gerade auf der, wo die fundamentalen Entscheidungen getroffen werden, wo die Schicksalsfragen der Nation entschieden werden, sei es Euro, sei es Erweiterung der Europäischen Union oder andere Themen, da haben wir keine konkrete Mitbestimmungsmöglichkeit der Bevölkerung. So, was haben wir gemacht im Bundestag? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir haben das Thema natürlich aufgegriffen. Wir sind seit 2017 im Bundestag und es war natürlich völlig klar, unser Ursprungsthema muss auch im Bundestag behandelt werden, und wir haben uns überlegt, was können wir machen. Wir könnten natürlich direkt einen Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes einbringen. Der wäre allerdings, machen wir nachher. Machen wir Fragen nachher. Ist das in Ordnung? Okay, super, danke. Was machen wir konkret? Und wir haben uns dazu entschlossen, eine sogenannte Enquete-Kommission zu beantragen. Das ist eine Expertenkommission aus Parlamentariern und aus Experten zusammengesetzt, die einen grundsätzlich bei schwierigen, gesellschaftlich wichtigen Themen einen Konsensvorschlag oder die Grundlagen für einen Konsensvorschlag erarbeiten soll. Weshalb haben wir das gemacht? In den letzten 20 Jahren gab es wirklich viele, ich glaube 12 Vorhaben, direkte Demokratie auf Bundesebene einzuführen. Das gab es auch von anderen Parteien, wo die AfD noch gar nicht im Bundestag war. Auch die damalige Koalitionsregierung 2002 der Grünen und der SPD hat einmal einen Vorschlag erarbeitet. Keiner hat die erforderliche Zweidrittelmehrheit erhalten. Wenn man natürlich wahnsinnig viele verschiedene Aspekte da berücksichtigen muss, einer will vielleicht etwas ganz anderes als der andere will. Das heißt, einen Vorschlag zu bekommen, der 2/3 des Bundestages der Fraktionen hinter sich bringt, ist nicht leicht. Deswegen haben wir gedacht, setzen wir das ein, eine Enquete-Kommission. Wir wollen, dass das Thema voranschreitet, und haben diesen Antrag gestellt, und der ist abgelehnt worden. In der ersten Debatte, das war im Frühjahr 2018, hat uns die Koalition gesagt, ja, das brauchen wir doch gar nicht. Wir haben nämlich etwas Ähnliches beschlossen in unserem Koalitionsvertrag. Da muss man hinzufügen, die SPD hat der CDU wirklich mal was abgerungen im Koalitionsvertrag, denn die CDU hat ja quasi in ihrer DNA eigentlich verankert, gegen Volksabstimmungen grundsätzlich zu sein oder mit Volksabstimmungen zumindest mal zu fremdeln. Und die haben in den Koalitionsvertrag Folgendes reingeschrieben: Wir werden eine Expertenkommission einsetzen, die Vorschläge erarbeiten soll, ob und in welcher Form unsere bewährte parlamentarisch repräsentative Demokratie durch weitere Elemente der Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie ergänzt werden kann. Haben die gesagt, haben wir doch was Ähnliches, machen wir, wir werden das selber machen, brauchen wir euren Vorschlag nicht. Ein Jahr danach war die 2. und 3. Lesung, da wird dann endgültig über diesen Vorschlag von uns abgestimmt, das war jetzt vor ein paar Monaten im Frühjahr, und da haben sie es wieder mit dem Argument abgelehnt. Und dann habe ich in der Plenardebatte mal darauf hingewiesen, dass das ja immerhin ein Jahr her war, dass sie selber ihre Expertenkommission angekündigt hatte. Und es gab eine kleine Anfrage an die Regierung im Deutschen Bundestag. Man kann da kleine Anfragen stellen, darauf muss die Regierung antworten. Und die Frage war, wie ist denn eigentlich der Stand der Expertenkommission? Und ein Jahr danach war der Stand, dass das Bundesinnenministerium gesagt hat, wir haben noch nicht einmal die Kriterien zur Auswahl der Experten bestimmt. Das heißt, geschweige denn Experten bestimmt. Das heißt, sie haben nichts gemacht. Sie haben überhaupt nichts gemacht, und genauso wird das auch jetzt weiterlaufen. Das Thema wird natürlich zum Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Unser Antrag ist abgelehnt worden. Das wird uns aber nicht weiter davon abhalten, am Ball zu bleiben. Wir werden auch sicherlich einen eigenen Gesetzentwurf dazu einreichen. Und die Frage ist natürlich, was wollen wir denn eigentlich selber? Was wollen wir denn einführen? Und da gibt es grundsätzlich 3 Punkte, die wir haben wollen. Wir wollen einerseits, dass keine Änderung des Grundgesetzes und keine Abgabe nationaler Souveränität an die EU oder andere internationale Organisationen ohne Zustimmung des Volkes erfolgen darf. Und als Zweites wollen wir ein sogenanntes fakultatives Referendum einführen. Das ist in der Schweiz fast das bewährteste Instrument der direkten Demokratie. Das funktioniert folgendermaßen. Das Gesetz wird im Parlament erlassen und man hat sozusagen ein Vetorecht als Bevölkerung.
Die Bevölkerung hat nämlich in der Schweiz 100 Tage Zeit, Unterschriften zu sammeln. Die brauchen dann ein gewisses Quorum. Und wenn sie die Unterschriften zusammengesammelt haben, dann muss über dieses Gesetz, das erlassen wurde, abgestimmt werden. Und wenn eine Mehrheit dagegen stimmt, dann wird dieses Gesetz nicht in Kraft treten. Das heißt, man kann Gesetze des Bundestages, könnte man dann, wenn wir das einführen würden, stoppen. Wenn wir dieses fakultative Referendum einführen. Und eine Bemerkung am Rande hier, wir hatten gerade Wahl in Sachsen. Und da hat Herr Kretschmer genau dieses fakultative Referendum, er nannte das Volkseinwand, in das Wahlprogramm der Sachsen reingeschrieben. Er hat jetzt die Wahl gewonnen und hat jetzt angekündigt, dass er genau das, er nennt es Volkseinwand, einführen wird von der CDU. Das ist bemerkenswert, weil die bisher nicht dafür bekannt war, direkte Demokratie nach vorne zu treiben. Beobachten Sie mal, was die nächsten Monate in Sachsen passiert, ob die wirklich das einführen, was hier gerade vorgestellt wurde. Wenn die CDU sich auch bundesweit bewegt, wäre nur gut. Und als letztes wollen wir die sogenannte Volksgesetzgebung, die es auch in vielen europäischen Ländern und vor allem natürlich in der Schweiz gibt, einführen. Das heißt, dass die Bevölkerung die Möglichkeit hat, eigene Vorschläge zu erarbeiten, die dann abgestimmt werden in einem Volksentscheid, wenn man ein entsprechendes Quorum überschreitet. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz am Ende noch darauf eingehen, was ist denn der Haupteinwand, dass es immer abgelehnt wird? Mit welchem Argument? Jetzt gibt es natürlich wahnsinnig viele Argumente. Aber ein Haupteinwand gegen die direkte Demokratie ist, die Bürger sind damit überfordert. Die sind gar nicht kompetent genug, über so wichtige Fragen abzustimmen. Das überfordert sie. Sie haben nicht den entsprechenden Sachverstand. Das ist ein hochgefährliches Argument. Denn man muss sich klar machen, dieses Argument wendet sich konsequenterweise gegen die Demokratie an sich. Denn die Demokratie an sich beruht darauf, auch die repräsentative, dass alle Bürger eben mitentscheiden können und mitbestimmen können. Und im Übrigen ist es so bei der repräsentativen Demokratie, wo ich Vertreter wählen muss, Bundestagsabgeordnete oder Parteien, die ein umfangreiches Wahlprogramm anbieten, wo also 100 Themen drin sind und nicht nur ein konkretes, das vielleicht ausführlich im Zuge einer Volksabstimmung diskutiert wird, das ist ja viel anspruchsvoller, viel umfangreicher als eine Sachfrage. Also deswegen sticht das Argument dahingehend nicht und wie gesagt, es ist ein gefährliches Argument, denn das wurde, wenn man die Geschichte zurückgeht, schon immer auch gegen das allgemeine Wahlrecht an sich eingeführt. Das gesagt wurde, weite Teile der Bevölkerung sind gar nicht in der Lage, das Wahlrecht sinnvoll auszunutzen, ist also ein nicht unkompliziertes Argument. Und das kann nicht der Grund sein, weshalb man Volksabstimmungen nicht einführt. Die Konsequenz wäre im Übrigen eine Expertenregierung. Wenn man sagt, dass wirklich immer nur die, die von einer Spezialfrage die absolute Ahnung haben, darüber bestimmen können, dann müsste man faktisch eine Expertenregierung einsetzen. Es gibt ein schönes Zitat von Olof Palme, dem ehemaligen schwedischen Ministerpräsidenten, der ermordet wurde. Das zitiere ich an dieser Stelle, weil ich es gut finde. Es ist eine Irrlehre, dass es Fragen gibt, die für normale Menschen zu groß oder zu kompliziert sind. Akzeptiert man einen solchen Gedanken, so hat man einen ersten Schritt in Richtung Technokratie, Expertenherrschaft, Oligarchie getan. Politik ist zugänglich, ist beeinflussbar für jeden. Das ist der zentrale Punkt der Demokratie. Und genau dem kann ich mich anschließen. Genau das ist es. Es ist der zentrale Punkt, dass jeder mitbestimmen kann. Das ist die Demokratie und dafür wollen wir auch kämpfen, dass das zukünftig für Sie auch in Sachfragen möglich sein wird. So, was gibt es Argumente für direkte Demokratie? Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, machen wir ein bisschen kürzer. Sie müssen sich klar machen, wenn Sie, also wir wollen ja die repräsentative Demokratie nicht abschaffen. Wir wollen sie nur ergänzen um Volksabstimmungen, damit wichtige Fragen auch vom Volk selber bestimmt werden können. Wenn Sie bei Wahlen Ihre Stimme abgeben, dann ist die quasi für 4 Jahre weg. Sie haben zum Beispiel auch das Problem, dass Sie gerade in der heutigen Zeit vielleicht mit ganz vielen Punkten einer Partei übereinstimmen, aber mit ganz vielen auch wieder nicht mehr und Sie müssen da irgendwie einen Kompromiss eingehen. Aber 2 Jahre danach steht ein hochwichtiges Thema an, dass diese Partei, die Sie gewählt haben, vielleicht ganz anders sieht. Aber Sie haben 4 Jahre keine Einflussmöglichkeit mehr darauf. Das muss man sich vor Augen führen. Es gibt wahnsinnig viele Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen dazu, wie wirkt denn direkte Demokratie auch. Direkte Demokratie führt im Übrigen zu einer besseren Informiertheit der Bürger über politische Sachverhalte. So viel im Übrigen zu dem Thema, gerade die Bürger sind nicht kompetent. Wie gesagt, es gibt viele Untersuchungen. Ich zitiere nur mal eine von den Wissenschaftlern Benz und Stutzer. Benz ist ein Schweizer Wissenschaftler. Die hatten mal, ist eine ältere, im Jahre 2004, in europäischen Ländern die Bürger über das Wissen zur Europäischen Union befragt. Und zwar in 7, in denen es eine Volksabstimmung gab, im Hinblick auf Integration, die Erweiterung der Integration, also die europäischen Verträge, und in 8, in denen es keine Volksabstimmungen gab. Und das Ergebnis war, dass in den 7 Ländern, EU-Ländern, in denen es Volksabstimmungen, Referenden gab,
die Kenntnisse über die EU deutlich erhöht waren im Verhältnis zu den Ländern, in denen es keine gab. Und ein ähnliches Ergebnis ist Schweiz intern rausgekommen. Da haben die nämlich in den verschiedenen Kantonen der Schweiz auch Untersuchungen gemacht, wie denn die politische Bildung der Bürger ist. Und in der Schweiz ist es ja auch so, dass von Kanton zu Kanton unterschiedlich die Regelungen sind. Es gibt welche mit mehr direkter Demokratie und welche mit weniger. Und in den Kantonen mit mehr direkter Demokratie war die allgemeine Kenntnis über politische Sachverhalte auch höher als in denen ohne direkte Demokratie. Direkte Demokratie stärkt die generelle Identifikation der Bürger mit dem Gemeinwesen, das geben die Untersuchungen auch her. Und nicht zuletzt und auch als wichtiges Argument, direkte Demokratie führt auch zu einer höheren Akzeptanz der konkret getroffenen Entscheidung. Das sehen Sie im Übrigen, vielleicht haben viele damals Stuttgart 21 dieses Infrastrukturprojekt mitbekommen, war jahrelang hoch umstritten. Dann hat man diese Volksabstimmung durchgeführt und danach gab es ein Ergebnis und das hat die andere Seite auch akzeptiert. Negativbeispiel ist natürlich gerade der Brexit, der hat nicht zu einer Akzeptanz geführt, das liegt aber an ganz anderen Punkten und das kann man im Übrigen auch nicht dem britischen Volk in die Schuhe schieben, denn da hat das britische Parlament dieses Thema ein Jahr für Ränkespiele und Machtspiele genutzt und die Bevölkerung ist dafür sicher nicht zu verantwortlich zu machen. Ich komme zum Ende. Die AfD hat definitiv immer noch und nach wie vor als ein Hauptthema direkte Demokratie. Wie sieht es denn die Bevölkerung eigentlich? Wie sieht es die Bevölkerung in Deutschland? Das ist eine ziemlich aktuelle Umfrage von Infratest DIMAP. Sie sehen, Volksentscheide auf Bundesebene, 71 sind aktuell dafür in Deutschland, 71% der Bevölkerung, 26 sind dagegen. Das ist eine unglaublich hohe Zustimmung. So eine Zustimmung gibt es selten bei irgendwelchen Sachfragen und das zeigt, die Bevölkerung bei uns will es, so wie in vielen anderen Ländern. Es ist ja nicht nur die Schweiz, es ist Italien, es ist Irland, es gibt ganz viele Länder und auch international sind direktdemokratische Elemente auf dem Vormarsch. Wir werden weiter dafür kämpfen, wir werden den Bundestag sicher nicht aufgeben, weil wir diese eine Abstimmung verloren haben. Wir werden weiter dafür kämpfen, dass Sie zukünftig auch bei konkreten, wichtigen Entscheidungen abstimmen können, dass Sie mitbestimmen können, dass Sie sie konkret bei Sachfragen einbringen können. Wir bleiben da am Ball, das ist versprochen und jetzt können wir nachher da vielleicht auch noch ein bisschen drüber diskutieren. Danke.